Und alle nackig machen. Oh, tut mir leid, ich habe gar keine Heiltränke für Matze. Nächste kriege ich ja doch deinen Kram. Wir hatten letztens einen Demon Hunter dabei, der durfte irgendwie 5 Runden hintereinander keine Waffe tragen. Oder keine, die er benutzen konnte. Richtig, keine, die er benutzen konnte. Zumindest keine Fernkampfwaffe. Richtig, so, So, also und keine Ahnung. mein Nachfolger hat's gut. Meiner nicht so. Oh, scheiße, warte, ich muss noch Dings abwerfen, was ich trage. Wäre auch dafür, man darf nichts aus dem Inventar rausnehmen. Und erst wenn es voll ist, darf man austauschen. Ich bin auch dafür, dass man die besseren Sachen mitnimmt. Ne, also dass man wirklich im Inventar Sachen haben muss. Das muss voll sein. Man darf erst Sachen rauswerfen. Ja gut, okay, hier den Köcher. Sind wir uns einig, Köcher und Armbrüste können wir rausschmeißen. Weil die können wir eh nichts mit anfangen. Boah, ich bin jetzt nackt. Ich habe nur eine Waffe und ein Schild. Wann hast du die Sachen gekriegt? Was habe ich? Nee, ob Schmiede die Sachen von Matze gekriegt hat. Ja, ich hatte ja nicht viel, ich durfte ja Ja, nichts eben. tragen. Oh, wie klippst du dich eigentlich schon in der Docs? Guck doch erstmal, was du überhaupt anlegen darfst. Ja, stimmt, hast recht. Ja, Entschuldigung, habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay, dann fange ich bei mir wieder an, von oben. Und zwar bekomme ich die 9 und die Keine einfache 14. Vita und nur primär sekundär. Die 9 und die 14, warte mal. Was hatte ich gesagt? Ja, 9. 49, keine Items mit Vita und nur primär und sekundär nutzen. Achso, das ist ja dann. Okay, gut. Dann ist Matze als nächstes dran. Die 25 und die 20. 30, oh nein. Und was? 25 und die 20. 20. Nur gelbe. Nur gelb und im Stehen, alles klar. Boah, ey, das im Stehen spielen ist so assig, ne? Anstrengend, aber du wirst es wahrscheinlich überleben. Mit Zoom gleich beim Skelettkönig wäre schon Mist. Da angecharged kommt. So, 25 und 20. Ja. Warte, die 20 nochmal. Nur gelbe. Ach ja, genau, nur gelbe. So, dann ist Schmidti dran. Und die 27. Und die Ja. 16. Im Zoom und Keine Runen. keine Runen. Okay, 16 ist okay. Ach, Zoom ist scheiße. Ja, was Skelett King jetzt vor allem, wenn er Ja. uncharged. Ach, der chargt doch. So, und dann Wenigstens kommt charged. Rubber dran. Rubber kriegt die 30 und die 14. Die 14 hatten wir schon, oder? 14 hast du. Okay. 30, Die oh ja. 30 und die 31. 30 umkreisen und Affixe im Chat posten. Fail. Ja, viel Spaß, ne? Ich weiß, wer nicht zum Skeleton King kommt. So, nur gelbe Sachen anziehen, alles klar. Dann wird mal alles verkauft, was ich jetzt habe. Nee, ist nicht. Musst du in die Truhe packen. Musst du ins Inventar behalten. Wir haben uns gerade fest. Weil das ist einfach zu unfair. Also ich darf keine Items mit Vita tragen. Gut, dass ich so viele Items mit Vita habe. Ja. Oh, Entschuldigung. Ach, und ich muss mich ja hinstellen. Ah, Sekunde, ich muss noch meine Kamera und so alles ausgeben. Ja, Kurz Fische. Sorry, wieder da. Wieso hat Gamendo Regel 33 nicht beachtet? Was denn? Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Was hat er nicht beachtet? Stimmt! Du hast gar nicht Was? Regel 33 beachtet. Was war denn Regel 33? Alle Objekte zerstören. Ups. Scheiße, gar nicht mehr daran gedacht. Ja, Richtig. sorry.
Also das haben wir noch irgendwas Schlimmes? Ich bin dafür, dass er die Regel jetzt machen muss dann. Ja, du musst, genau, du musst ihn auch zusätzlich nachholen. Ja, meinetwegen. Also, 30 Minuten im Stehen spielen, alle Items, alles Zerstörbare zerstören. Erst angreifen, wenn alles aufgesammelt ist. Nee, gar nicht, es war nur alles zerstören, ne? Warte mal. Nee, und alles aufsammeln. Genau. Genau, bevor er wieder kämpfen darf. Und. Muss ich, was mache ich, wenn das Inventar voll ist? Crap-Items wegwerfen. Ja. Okay, und wenn ich keine Crap-Items. Also. Ja, hä? Hey. Also, mal im Ernst, was mache ich, wenn ich, wenn das Inventar voll ist? Items wegwerfen und die neuen aufnehmen. Okay. Und, na gut, meinetwegen. Nee, scheiße, ich bin ja dann nach dir, das ist ja wieder schlecht für mich. Ach. Matze, Marvin hat gerade eingeschaltet. Sorry. Was haben wir uns jetzt geeinigt? Ja, ich habe jetzt die drei Handicaps. Ich muss alles aufheben. Ich habe zwar keinen Platz. Nein. Was haben wir uns geeinigt mit dem Platz? Wie wir das machen jetzt? Platz? Also, ja, wenn mein Platz voll ist, werfe ich halt immer ein Item weg und hebe das neue auf. Und das andere bleibt halt da liegen. Und dann mache ich weiter, werfe eins weg und hebe eins auf. Ja, dann können wir immer noch gucken, was am Boden liegt und dann mitnehmen, wenn sie es unbedingt brauchen oder denken, das ist okay. Alles klar. Muss ich gerade gucken, was hatte ich nochmal jetzt? Scheiße, komm ich wieder durcheinander. 49, das war... User joined your channel. Keine Items mit wiedertragen. Ach ja, genau. Okay, für mich ändert sich ja nicht viel. Mich ändert sich fast gar nichts. Na dann, los geht's. Okay, Eieruhr wird gestellt. Ich habe noch nie einen Zoom gespielt. Okay, viel Spaß, viel Glück. Viel Spaß, ich bin kurz AFK. Mhm. Also was war das jetzt? Ich darf nur gelbe Gegenstände tragen, ich muss alles aufheben und ich muss im Stehen spielen. Alles klar. Und du musst alles kaputt machen, was kaputt machbar ist. Ja. Das machen ja schon andere für mich gerade. Hier zweimal umkreisen nicht vergessen und die Affix in den Chat posten, ne? Ich würde ja, sagen, er... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer hatte die Regel? Schmidi, an die Rubber, glaube ich. Ja, Rubber. Aber erst, ich würde sagen, erst die Affixe posten und dann zweimal umkreisen. Ja. Weil jetzt sind die Affixe nämlich schon weg. Also jetzt kann man es nicht mehr... Ich habe schon geschrieben. Ja, ich meine nur. Wo, in welchem Chat hast du es geschrieben? Matze. Achso. Und Matze, wie spielt sich so im Stehen? Ah, ich muss mal eben was umstellen bei mir. Ich darf ja... Sekunde mal. Oh, was zum... Also ich musste mir so ein Kuchenblech nehmen und da Kuchenblech so ein Tortenplastikdings nehmen, wo ich meine Maus und Tastatur drauf gestellt habe, weil ich im Stehen, die Position war einfach so blöd. Cool Items aus, so. Die sind jetzt angestellt. Ich muss mal ausruhig Cool Items ausstellen bei mir. Weil ich sonst den ganzen Scheiß immer automatisch anziehe und ich darf hier nur gelbe Sachen tragen. Mhm. Sei froh, dass du nicht nackt um die Mobs laufen musst. Jo. Aber gleich mal deinen Stream anmachen, ich muss das mal angucken eigentlich. Das ist ja eh einen schwarzen Hintergrund normalerweise. Hättest du doch eigentlich dein. Wie hast du das eigentlich gemacht? Hast du dahinter was hängen oder so? Oder warum hast du den schwarzen Hintergrund? Achso. Hab ja mal ein schwarzes Handtuch dahingehend. Ich werde das auch nochmal bei Zeiten verbessern, bei mir. Auch mehr Beleuchtung und so. Macht Spaß, alles kaputt zu hauen? Jo. Ja.
Ich wäre dafür, den nächsten Elite-Mob, den pullen wir irgendwo hin, wo er alles kaputt hauen muss erstmal. Dann lassen wir ihn da alleine. So als kleine Rache. Ja, das naja, ganz alleine dürft ihr mich ja nicht lassen. Oder könnt ihr mich ja nicht lassen. Rubber ist auf jeden Fall dabei, in den Herostierungskreis auf jeden Fall. Und Angreifpflicht habt ihr auch. Also richtig, da. Ja. Stimmt. Ja, einmal drauf angelegt doch, oder? Nein, nein, ihr müsst angreifen. Also nicht einmal draufhauen und dann gehen, sondern ihr müsst ihn nach Kräften bekämpfen. Mit bestem Wissen und Gewissen. Lass uns kurz Skills ändern. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich zu Leere kommen. Ja. Gesunder. Meinst du, spielt gerade einer von denen, die ich beim Release von Diablo mal gemieden habe? Ich kenne auch so ein paar Leute, die dann von Starcraft und die dann erstmal der Meinung waren, sie müssten bei Diablo jede einzelne Kiste kaputt hauen. Hey. Ja, ihr habt Angreifpflicht, ne? Hab ich. Ich muss erstmal alles zerstören. Ja. Der Cassidrill. Oh, was machst du denn? Ich muss hier aufheben, erstmal Sachen wegwerfen und die neuen aufheben. Auch eine gute Methode, sich vom Kampf zu drücken. Ich beachte nur die Regeln. Sonst heißt es hinterher wieder, ich hätte das nicht befolgt. Das will ich einmal vermeiden. Ist alles gut. Hast du wenigstens was zu tun, während du im Stehen spielst. Ja, schön viele Mausklicks, das kommt immer gut. Oh ey, da hab ich so die Hände wieder nach. Ja. Eins. Zwei. Interessant wird das, wenn die Molten sind. Ja. Aber so weit kommen wir, glaube ich, nicht. Molten gibt's ja erst im Albtraum, ne? Kann sein. Also ich wüsste zumindest nicht, dass das normal vorkommt. Ja, schade eigentlich, beim letzten Mal hatten wir mehr Viewer. Wie viele sind's? Bei mir sind's nur 33. Bei mir sind's 63. Ja, hier, aus dem Gamendo-Stream. Ihr könnt auch gerne bei mir zuschauen. Bei mir könnt ihr es dann aus einer anderen Perspektive sehen. Ihr könnt ja auch beide Streams gleichzeitig laufen lassen. Ich bin ja sogar beim Gamendo verlinkt. Ich habe ja den zweitbesten Hardcore-Stream. Okay, den Vampiric Shortbow, der hier liegt, den lasse ich da liegen. Den habe ich nämlich gerade erst weggeworfen. Ja, macht nichts. Alles gut. Hab ich auch aussortiert eben, ich habe schon wieder einen Bogen aufgenommen, Bogen. Weil ein Bogen bringt ja halt nicht so viel. Also braucht keiner von uns, deswegen Bögen und alles, das kann man direkt wegschmeißen. Oh, Starlight, den habe ich da gar nicht hingeworfen. Nein, ich mal wieder mit. Irgendwer anders hat ich da abgeworfen. Oh, da noch was. Wenn euch die Sammelei zu langweilig ist, ne, hier twitch.tv/doxen mit XS, da seht ihr jemanden, der kämpft und nicht hier wie so eine Pussy hinterherläuft und alles aufsammelt. Ich sollte mal
hinschreiben beim zweitbesten Hardcore-Stream der Welt, dass der eigentlich eine Softcore-Pussy ist. Ich wusste, dass ich es nicht sagen hätte sollen. Ich hätte mich einfach tot saufen sollen. Ich hätte einfach so lange saufen sollen, bis ich vom Stuhl falle. Ich glaube, nächstes Mal mache ich das auch, bevor ich sage, ich bin eine Pussy. Vor allem eine Softcore-Pussy, das ist ja nochmal das. Das ist eigentlich doppelt gemobbelt. Stimmt. Nee, die mörderische Promille findet heute leider oder Gott sei Dank, je nach Ansicht, nicht statt. Oh, wenn die recht schlimm. Ja, viel Spaß beim Umkreisen. Ach, geht ja tatsächlich. Zwei. Übrigens, der Skelettkönig, den darfst du erst umkreisen, wenn er alle loswirbelt, und den musst du dann durch umkreisen. Nein, Quatsch. Hey, Marvin. Ach, der Marvin, hallo. Wer rauscht hier gerade so im Teamspeak? Weiß ich nicht. Schmiedi. Ich, oder was? Wieso? Eine Fresse. Warte, ich guck mal hin. Ja, komm, lass uns weitermachen. Ich will auf jeden Fall noch vorher zum Skelettkönig. Hallo. Hallo. Hallo Mirko. User joined your channel. Na, ihr Verrückten. Na, du Verrückter. Ja, aber ich hab mal gerade mich aus dem Bett rausgequält, hier um euch mal anzugucken, hier was ich schon wieder veranstaltet. Boah, ey, ich bin einfach fast gestorben, da ist ein Skelett bei mir gewesen. Ja, eigentlich war das eine dumme Idee, by the way, weil Mats hat ja angepflegt, das heißt, er ist ja nackt. Eigentlich war das jetzt, Erstmal aufsammeln, natürlich. Wie liegen denn hier? 5, 6, 8. Auch. Weiter geht's, wir müssen unbedingt, wir haben jetzt noch 7 Minuten Zeit, den Skelettkönig zu finden. Zu finden? Du weißt nicht, wo der ist? Nee, ich hab kein Mapwerk, Entschuldigung. Also normalerweise ist er in den königlichen Krypten. Ja, ach was. Du Scherzkeks. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, hier! Also, die Krypten. Hey, sauber. Panda. Können wir direkt durchrennen? Wollen sie fies sein? Ach, genauso fies wie über das letzte Mal, oder was? Richtig. Und mir wartet nämlich genauso fies. Das ist nur die Rache. Rache ist Blutwurst. Das ist so eine gute Idee, aber das muss ich mir noch überlegen. Boah, scheiße, ich sehe ja gar nichts. Wow, wow, wow. Diese Bogenschützen machen einen Schaden.
Wollen wir sie noch zappeln lassen oder wollen wir reingehen? Wir haben Angriffspflicht, ne? Von daher müssen wir reingehen. Auf zum Skelettkönig. Hey. World's first Skelettkönig, nein, World's second Skelettkönig, nein, sogar third nur. Immer schon. Das ist jetzt die dritte Runde, Mörder schon Millionen. Naja, ich habe Staffel 2 genannt, weil Staffel, oh. Also die eigentliche ja, zweite Runde war ja mehr so. Mehr so ziemlich besoffen. Wird die abgekackt? Ach, doch nicht. Nee. Wer verpieselt sich denn danach ganz hinten? Muss doch hier Sachen zerstören. Das heißt, es wieder hier irgendwo Uhren vergessen oder so. Du musst der Matze eigentlich mal Sachen zerstören. Weil er die Regel hat. Ja, so ist das. Wenn ich die Regel habe, dann muss er Sachen zerstören. Aber ich bin mal so nett, ich helfe dir, damit du auf jeden Fall mit dem Skelettkönig mitkämpfen kannst. Ja, dann poste mal die Affixe. Oh, scheiße. Uiuiui. Wo ist er? Du musst ihn zweimal umkreisen. Habe ich mittlerweile eigentlich alle Uhren? Sonst zweimal. Das sind so gut wie alle Uhren zerstört, ja. Das heißt ja eigentlich auch nur alle, die im Bild sind, also du musst nicht die ganze Ebene abrennen. Okay. Dann der, da. Ah, ich sehe es so spätestens in der Höhle der Aranee, zerreißt es den ersten. Wir hätten ja auch Wetten ab. Wir müssen auch mal so ein Poll aufmachen, den wir jedes Mal wieder resetten können. Ui. Wo man voten kann, wann es den ersten zerreißt. In welcher Ebene. Oh, na toll. Das wäre es dann noch, wo man Wetten drauf abschließen kann. Also richtig im Fett wetten kann, in welcher Ebene. Ne? Also bei uns war es eigentlich viel spannender letztes Mal. War noch, da war auch die An, dass die das sagen, da waren prozentual mehr Nackte dabei als Skelettkönig. Ja, vor allem mehr Leute ohne Waffe. Allerersten? Richtig. Ja, richtig. Ja, wo Steffi angreifen durfte und die anderen weglaufen durften und ich einen Demon Hunter ohne Waffe hatte. Super. Ein Mini Demon Hunter. Ja, und du da mit deinem Schicken, als die ganze Zeit weggerannt da. Ja, cool, ich war total nackt. Also bitte, ich war der Einzige, der komplett nackt war. Ja, nicht hier und. Matze rennt ja auch nur rum und haut. Ja, der haut aber immer nur auf ein Skelett drauf. Nee, oder auch ein Skelett. Je nachdem, was ich gerade so. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich hatte keine Heiltränke mehr. Ja und? Ja, nicht ja und. Außerdem habe ich gefightet. Ich habe mir immer ein Skelett rausgepickt. Ja, und das dann bis hinten zum Anfang hingezogen. Ja und? Egal. Das spielt nun wirklich keine Rolle. Fighten ist Fighten. Ach, als Softkokos, die kannst du das halt nicht richtig. Deine bärtige Mutter macht schlechten Salat, so dann hast du es. Ja. Was wird denn ein Reisschutz am Montag noch bei der Post ist, ne? Die bewahren das nicht. Ich glaube 7 Tage, die sind schon vorbei.
Wow, geil. Ich finde nur Items ohne Vita, das ist gut. Hast du es abgeholt? Du hast einen Zettel liegen lassen. Ja, habe ich vergessen, aber ich habe es nicht. Ah, okay. Das ist geil, ich habe schon 11 Bonuserfahrungen pro getöteten Gegner. Oh. Oh, wie schade. Okay, ab in die Stadt. Nee. Endlich der Zoom weg. Macht euch nackig. Das ist meine Einheimat. Und wie war's, wenn ich den spielen?